Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal unsere Heckschürze, unsere Stoßstange hinten von unserem Smart 4 2 Montage. Wir haben alles vorbereitet und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten der Montage. Die erste ist, wir sliden es von unten hinein, werden dabei hier die Heckklappe ein wenig rumfummeln bewegen, bis dann die drei Bolzen wieder eingepasst sind, und zwar einer hier, einer dort und natürlich die Einklemmer hier an der Seite dann auch noch wieder dort in Position kommen werden. Dann solltet ihr darauf achten, dass ihr die Eckkomponenten auch noch zum Einrasten bekommt. Die werden hier eingesetzt, klack, 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 auf der anderen Seite genauso. Und um euch das zu erleichtern, ist es natürlich, wenn ich das nochmal sagen kann, einfacher hier die Heckklappe temporär zu lösen. Schrauben wir die Verschraubung unserer Heckklappe komplett ab auf beide Seiten und können dann temporär dort die Klappe auch herausnehmen. Sie hängt noch hier und hier in Position und kann dann hier abgenommen werden, wie ihr seht. Und so ein Stück nach oben gehalten werden. Und so könnt ihr dann, wenn euch einer hilft, sehr gut da, nämlich damit mit diesem System drunter kommen. So, wie ihr seht, das hat jetzt viel einfacher funktioniert. Da liegt es auf, da drinnen. Einer hält es fest und dann kann man hier unten super geil dran. Wisst ihr das? Ich habe geguckt, dass es jetzt in Line ist. So, zack, zack, zack. An den Seiten reingedrückt. Tisch, tisch, tisch. Das rastet dann ein. Dann guckt ihr noch, ob das hier in Linie ist. Und im Radkasten solltet ihr auch noch schauen. Bevor wir jetzt aber da oben einen Sturz der Heckkappe auslösen, werden wir nun hingehen und diese Flachfreunde hiermit wieder verschrauben. Na, die hatten wir am Anfang abgemacht. Das sind die großen Haltefreunde, die hier unsere Schürze in Position halten. Denn jetzt kommen wir super dran. Das machen wir jetzt da, da, da und da auch noch so. Unten haben wir jetzt fest. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unsere Heckklappe wieder. Ganz vorsichtig halten die Heckklappe. Und dann wieder zurück in die Bolzen damit. Achtet darauf, den Kabelstrang nicht zu überstrapaziert. Und dann trefft ihr die Bolzen wieder. Und könnt das System wieder einhängen. Und danach heißt es, Schraub die Befestigungsmuddis wieder fest und dann können wir auch uns in den unteren Bereichen fortfahrend bewegen. Ne? So, zack, schön fest, andere Seite auch noch, schön fest und dann sind wir wieder am Start. Beim Einstellen der Heckklappe müsst ihr darauf achten, dass ihr schaut, um nicht einen riesen Einstellhaufen zu haben, schaut, wo der Dreck sozusagen, also die Umrandung eurer Scharniere ist. Genau da zieht ihr es dann wieder an, in der richtigen Höhe. Und dann wird das dann angezogen, also ausrichten, wenn es locker ist. Und dann ziehen wir es fest, wenn es ausgerichtet ist. Immer zwischendurch mal checken, ob die Heckklappe schließt. Und hier tut sie das jetzt auch. Des Weiteren sollten wir immer darauf achten, dass die Spaltmaße hier identisch sind, auch auf der anderen Seite. Und wenn ihr das dann raus habt, sollten auch die Gummis in dem Bereich hier oben wieder gerade aufliegen, auf eurem Heckfreund. Und dann sollte auch der Heckkumpel wieder zugehen. Und so habt ihr dann euer Heck, zumindest im oberen Bereich, wieder fest dran. Das ist gut. Ne? Also ausrichten und dann rein. Gut, und jetzt geht's los. Hier, unser Friemelding. Das Teil kommt jetzt wieder da oben rein. Tief ins Loch hineinschieben. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Ne? Tief rein und nach rechts drehen. Und am Schluss entweder richtig dran knallen mit den Fingers
Oder ihr nehmt einen Schlitzschraubendreher, den ihr dann hier reinfriemelt und das dann auch festzieht. Zum Beispiel mit einer Ratsche und einer Verlängerung. So, andere Seite, genau das gleiche Spiel, da ist das Loch. Hier ist unser Teil. Oft hilft auch einfach richtig tief reinschieben, weil dann macht das Ratratatatata, ist drin. Und dann am Schluss noch mit den Fingern nachdrehen. Das reicht eigentlich schon, weil dieses Teil ist, hat jetzt kein großartiges Schraubgewinde. Es hilft nur beim Entfernen nach links zu drehen. Und am, es ist eher so ein Einrastfreund. So, das heißt also, das andere Ding jetzt auch nehmen, anpacken, rein mit den Fingers, festdrücken. Na, ich drücke es jetzt fest. Ah, habt ihr gehört? Knack, knack, knack hat's gemacht. Und jetzt nehme ich zwei Fingers und drehe es nach rechts. So, und dann sollte das auch schon reichen. Damit sind wir nämlich dort drinnen auch festgesetzt. Zur Installation nun unseres Schwellers hier hinten. Unten die Matsch- und untere Konstruktion haben wir hier festgezogen. Das war eine mit Unterlegscheibe. Die zwei hier gehören nur zum Matschfänger. Wenn ihr keinen Matschfänger habt, dann entfallen diese beiden Kumpels. Jetzt fangen wir mit der Kleinen an. Die Kleine kommt hier oben, wo mein Finger ist, rein. Dafür habe ich jetzt einen Torx 20er. Setze die an, schau vorher, dass die Löcher gefluchtet sind und kann diese erst händisch und dann weiter befestigen mit Ratsche. Benutzt eine Ratsche, dann habt ihr nämlich mehr Power und benutzt eine Verlängerung, weil guck mal, ohne Verlängerung würden wir jetzt unseren Kumpel nämlich dort beschädigen. Das wollen wir nicht. So, wir machen jetzt direkt weiter. Bevor ich alle festziehe, werden wir sie erstmal nur in Position setzen. Jetzt kommt ein dicker Kumpel mit Unterlegscheibe. Die kommt in diesen Bereich hier rein. Zack. Den drehe ich hier rein, wo mein Finger jetzt ist. Also hier oben haben wir einen. Hier haben wir einen. So, damit machen wir die Radhausschale nämlich in Position. So. Diese auch mit einer Torxnuss befestigen. Einer 20er Torx. Da kriegt es nämlich dann auch vernünftig reingeschraubt. Außer euer vorheriger Schraubfreund hat dort andere Schrauben verbaut, denn die werden immer gern gewechselt. Wichtig ist nur, dass oben die kleine reinkommt, dann die große, dann die zwei für den Matschfinger und unten die Abschlussfreunde noch, die hier bei meinem Finger sich befinden. So, und jetzt befinden wir uns hinter dem Fahrzeug. Hier ist noch eine Verbindung, die wir festziehen sollten, um dort eine Verbindung zwischen Karosserie, Haltepunkt und eurem Bumper hinten zu gewährleisten. So. Und dann haben wir die eine Seite fest hinten und können uns um die andere kümmern. So, dann haben wir wieder alles fest. Dann kontrollieren wir alles nochmal. Zack, das geht gut. Hier nochmal, das muss wirklich in Waage stehen. Es muss gut einrasten. Dann haben wir ja unten eine von unten mit Unterlegscheibe. Wenn ihr Schmutzfänger habt, dann noch zwei an den Seiten rein. Danach kommt eine große Unterlegscheibe und mit Unterlegscheibe und dann kommt oben die kleine. Dann kommt hier vorne noch, hier, auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann haben wir es fest. Der eine Drücker noch tief ins Innere reinschieben. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier unseren Abschleppnippelfreund dran machen. Hier achtet darauf, dass ihr einer ist extra hier, ne, das ist ein Doppelnippler. Das heißt, der Öffnungsschlitz kommt nach unten geneigt hinein und den drücken wir jetzt wieder in Position. So, und damit haben wir unser Fahrzeug. Oh.